Herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation. So schön, dass du da bist. Ich lade dich ein, dir ein ruhiges Plätzchen zu suchen und dich in einer für dich bequemen Sitzhaltung einzurichten. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen. Schenk dir ein paar Augenblicke, um ganz im Sitzen anzukommen und nimm deine natürlichen Atemzüge wahr. Lass dich in die da sitzende Körper hineinsinken. Die heutige Meditation ist im Thema Verlangen gewidmet. Dem Tauziehen in unserem Geist, wo ständig nach etwas verlangt. Ich unterscheide hier dabei das kleine Verlangen, wie zum Beispiel das Bedürfnis, bequemer zu sitzen oder gerade noch immer anders zu sein oder sich anders zu fühlen. Und das grosse Verlangen, das nichts anderes ist als Verlangen, dass das Verlangen endlich aufhört. Das Bedürfnis danach, wunschlos glücklich zu sein. In dieser Meditation möchte ich dazu einladen, das Tauziehen in deinem Geist zu beobachten, das Verlangen zu erforschen. Das ist der direkteste Weg dazu, ins Nicht-Verlangen einzutreten. Ein Moment da sitzen, allein mit deinem Geist. Wahrscheinlich wirst du bemerken, dass bald ein Gedanke oder ein Gefühl erscheint, wo sich ein Bedürfnis darin äussert. Vielleicht möchtest du eine andere Meditationsanleitung oder eine andere Aktivität. Oder du wünschst dir die Unterlage ein bisschen bequemer. Oder du möchtest etwas essen. Oder du erwartest, dass der Lärm in dir innen aufhört. Oder du möchtest, dass irgendeine Körperstelle nicht mehr wehtut. Oder Befreiung von allen Problemen. Ein besserer Job. Oder besser sein, als du bist. Oder mehr geliebt werden, als du dich geliebt fühlst. Oder du möchtest, dass alles Verlangen aufhört. Wenn du dir einen Moment Zeit lässt, wirst du vielleicht bemerken, wie ein Thema nach dem anderen in der Spirale vom Verlangen emporsteigt.
das Verlangen beobachten. Du musst nichts machen. Lass einfach zu, dass dein Bewusstsein, ohne einzugreifen, ohne selber zu verlangen, das Verlangen wahrnimmt. Das Verlangen beobachten, seine Bildsprache, seine Versprechungen, seine Entfaltungsprozess. Das kann sogar das Verlangen oder das Bedürfnis sein, eine genauere oder eine andere Meditationsanleitung zu haben. Der Geist kann sehr trickreich sein. Beobachten, wie sich das Spiel vom Verlangen im Bewusstsein entwickelt. Dir den Augenblick bewusst machen, wo du willst, dass sich etwas verändert, dass von etwas mehr oder von etwas weniger vorhanden ist. Die nachfolgenden Fragen auf die Geist wirken. Was ist Verlangen? Wie kann etwas so zart wie ein Gedanke, wo nichts anders ist als ein Seifenblase in deinem Geist, so eine grosse Macht besitzen? Wie kann Achtsamkeit gegenüber dem kleinen Verlangen dazu führen, dass dein grosses Verlangen gestillt wird? Der Wunsch nach Bedürfnislosigkeit? Wie soll uns in einer Welt von ständiger Veränderung und konstanter Unbeständigkeit irgendein Verlangen dauerhaft befriedigen?
Ich möchte dich dazu ermutigen, auch im Alltagsverlangen zu beobachten. Das Gefühl von, ich will jetzt das oder ich will jetzt das nicht. Das Ränkespiel der eigenen Gedanken. Das Beobachten bringt uns in Sicherheit. Und je häufiger wir in Sicherheit sind, desto bedürfnisloser werden wir. Danke vielmals fürs Dabeisein. Namaste.